Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben, hier nochmal in der Erweiterung. Und ich habe mir mal eben schnell hier die Freiheit rausgenommen, nochmal die Rüstung von Ravens Garde anzuziehen, weil ich habe da doch einige Goldbrocken. Bevor ich die für nur ein paar läppische wenige Goldmünzen verkaufe, dachte ich mir, ich gehe hier noch schnell in die Mine und lass die einschmelzen. Das bringt mir ein paar Münzen. Ich weiß nicht, ob das relevant ist, aber ich glaube, ein oder zwei Tränke macht das aus, letztlich. Wenn ich am Ende beim Endgegner stehe und den letzten Trank trinke und dann das gerade ausreicht, lass uns tauschen. Dann wisst ihr, das hier hat sich gelohnt. Normalerweise hätte ich jetzt nur 36 Gold dafür gekriegt. Ich habe 130 gekriegt. Das heißt, ich habe jetzt gerade 94 Gold gemacht durch diesen kleinen Abstecher. Und 94 Gold. Ich weiß gar nicht, ich schau mal eben. 94 Gold. Boah. Das ist einmal 100, einmal 70. Also 170 Lebenspunkte zum Beispiel. Das heißt, wenn ich am Ende unter 170 Lebenspunkte bin, wenn ich den Endgegner besiegt habe, dann wisst ihr, das hier hat mir das Leben gerettet. So ungefähr. Nun denn. Ansonsten hier im Banditenlager, doch, gibt es tatsächlich noch was. Ich kann hier noch ein bisschen Erfahrung aufschnappen, denn ich habe ja letztes Mal oder vorletztes Mal ein bisschen Sumpfkraut gefunden. Ist da nichts Neues. Und wie wir alle wissen, gibt es hier einen sogenannten Sumpfkrautsammler. Fortuno nimmt das Sumpfkraut mit Vorliebe an. Ich habe Sumpfkraut für dich. Alles. Immer nochmal, 30 Erfahrung, 30 Goldmünzen, das heißt 124 Gold habe ich hier jetzt gut gemacht. Oh mein Gott, ich bin reich. Das gibt doch nur noch mehr. Ja, okay, so schlimm ist es nicht. Keine Sorge, so schlimm ist es nicht. Aber, wie gesagt, ich werde mir davon Tränke holen. Ich werde mich komplett mit Tränken ausstatten, bevor ich nach Irdorath gehe. Sicher ist sicher. Und jetzt kann ich aber erstmal wieder meine geliebte Feuerrobe anziehen und werde einen Abstecher zum Sumpf machen. Das ist da, wo ich eigentlich hin wollte, ne, zur Erinnerung. Denn hier gibt es, ich glaube, es gibt noch ein paar Gegner, deswegen habe ich einen Zauber in der Hand, aber, ne, jetzt nicht mehr. Aber nicht sicher. Aber hier, ne, der Tempel, erinnert euch vielleicht, da war ich mehrfach. Einmal um die Kisten zu plündern, einmal vergiss die Beere, die letzten Flinkpunkte und einmal später dann nochmal, weil da nochmal neue Skelette waren. Und hier an dieser Säule, hier seitlich, versteckt im Gebüsch, zwischen Säule und Gebüsch, liegt ein Kronstöckel. Unglaublich, oder? Den habe ich so übersehen. Das ist echt unglaublich, wie gut der versteckt ist. Relativ offen eigentlich, aber halt trotzdem total versteckt. Unglaublich, dass ich den einfach übersehen habe. Nun gut, es gibt noch die Sumpfgolems, aber mit denen habe ich tatsächlich ein paar Probleme. Deswegen würde ich die lassen und stattdessen nicht zum Canyon, sondern zum Tal. Denn hier gibt es nochmal zwei... Ach nee, warte mal. Ha, ich kann ja jetzt... ist das eine gute Idee? Nee, warte mal, ist es gar nicht. Ach, Mist. Ach, Mist, ach, Mist, ach, Mist. Wie viel Mana kriege ich gerade von meinen Dingern? 20. Das heißt, wenn ich auf 300 Mana gehe, dass ich zweimal zaubern kann, kann ich wieder um 20 runter. Und dann kann mir Pyrokat doch noch was beibringen. Okay, dann trinke ich jetzt mal eben die Elixiere des Geistes. 31 und 2 macht 41, genau. 51, 61, 71. Mal checken. Yep. Und jetzt noch 4. 1, 2, 3 und 4. Und stopp. Denn Pyrokar kann mir nur bis 300 Mana Dinge beibringen. Jetzt mache ich noch 30 Mana. Weiß ich, zwei Feuerkräuter oder Feuerkraut? Keine Ahnung. Zwei Feuerkräuter. Und dann kann ich
tatsächlich zweimal zaubern. Wir werden gleich sehen, warum ich das Ganze zweimal brauche. Es gibt nämlich noch zwei Trolle, ne? Der eine ist hier drüben. Bei der Brücke. Da, wo ich auch mehrfach rumgelaufen bin. Ne? Da hinten bin ich über den Abgrund gesprungen und ewig nicht zurückgekommen. Bis sie mich schließlich in... Was war's? Schattenläufer, glaube ich. Ah, großartig. Als Schattenläufer kam ich dann, glaube ich, zurück, oder? Ich weiß nicht mehr, oder habe ich geladen? Keine Ahnung, ist zu lange her. Eins von beiden war es. Eins von beiden. Gut, aber hier ist noch ein Troll. Und den möchte ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Nicht unbedingt den Troll selbst, aber... Naja, ich sag's mal so, 500 Erfahrung nehme ich mal mit. Aber ihr seht, hier gibt es Tränke. Da war ein Lederbeutel, da ist noch ein Lederbeutel. Trollfell nehme ich mal gerne mit. Und sonst war doch hier noch was. Eine Waldbeere. Nein, danke. Ich lasse die jetzt einfach mal stecken. Brauche ich ja eh nicht. Naja gut, aber ihr habt gesehen, zwei Tränke und zwei Lederbeutel. Die mache ich gleich mal auf die Lederbeutel, bevor ich sie vergesse. Damit ich gleich das Gold habe. Siehst du, nochmal 125 Gold. Und das war jetzt sogar... Ne, wie viel waren es vorhin? 124 oder 126? Ha. Das ist 124. Mist. Das heißt, das hier hat sich um ein Goldstück mehr gelohnt als der Abstecher ins Banditenlager. Naja, was soll's. Damit komme ich zurecht. Jetzt habe ich noch 151 Mana. Das reicht gerade so, um nochmal einen Massensterben zu zaubern. Und auch diese Weidenbeere lasse ich gerne rechts liegen. Denn irgendwie wegen 5 Lebenspunkten. Nö. Und ich habe auch Folgendes festgestellt. Ich habe Wunden heilen, ne? Leichte und mittlere Wunden heilen habe ich als Rune. Und es ist viel günstiger, wenn ich mir einfach Mana-Tränke hole und keine Heiltränke. Und dann... Oh, eine blaue Orkaxt, die kann ich verkaufen. Und dann einfach mich per Magie heile. Das kostet mich viel weniger Geld, für die gleichen Lebenspunkte zu heilen, als mit Tränken. Und ja, das würde ich jetzt gerne auch tun, dann ab sofort. Also ich werde die Tränke, die ich noch habe, natürlich... Naja, vielleicht nicht komplett. Nicht zu vergessen, nehme ich ja natürlich auch Freunde mit in die Erweiterung. Nicht in die Erweiterung, sondern in... Sag's mir, nach Irorad. Genau, nach Irorad nehme ich auch Freunde mit, wie Gorn und Lester und so. Und vielleicht brauchen die ja zwischendurch ein bisschen Heilung. Dann muss ich den Tränke geben. Das heißt, ich sollte nicht alle verbrauchen selbst. So, war hier noch irgendwas? Vielleicht ein paar Pilze oder so? Ah, nö. Na gut, aber ein Troll weniger. An der Kiste, da war ich schon. Habe ich extra nachgeguckt. Da war ich schon, da muss ich jetzt nicht hin. So, wie komme ich jetzt zurück? Ich könnte entweder wieder runterlaufen... Oder ich könnte oben rum bei den Piraten hin, durch den Durchgang durch. Bin mir gar nicht sicher, was kürzer ist. Ich glaube, einfach runter zum Teleporter ist kürzer. Dann mache ich das doch so. So, und mit diesem Kronstöckel und dem kleinen Abstecher zu den Trollen und ins Banditenlager sollte ich jetzt aber wirklich endgültig fertig sein in der Erweiterung. Wie gesagt, es gibt noch zwei Sumpfgolems, die geben wie jeweils 300 mal Erfahrungspunkte. Dass mir immer noch 600 Erfahrungspunkte fehlen, tja, dann muss ich vielleicht doch nochmal in die Erweiterung. Aber ehrlich gesagt sieht das gerade nicht danach aus. Und wie sehe ich gerade nichts an? Keine Ahnung. So, ich hätte gerne Kronos. Riordian, nein. Kronos hätte ich gerne. Wo ist Kronos? Da ist Kronos. Kronos, verkauf mir mal hey, du. All deine Mana-Tränke. Lass uns handeln. So, welche nehme ich da am liebsten? Reines Mana. 200. Also ich kriege ja noch... Ich schau gerade mal. Ich kriege ja noch... Ich glaube, ich kann noch 17 mal beten und noch dann um 3 Punkte steigern. Dann bin ich bei 20. 45. Also ich komme auf 345 für 200 Gold. Also ganz knapp
1,75 Mana pro Gold. Hier kriege ich auf jeden Fall knapp 2 Mana pro Gold und hier kriege ich 2 Mana pro Gold. Also ich nehme auf jeden Fall zuerst mal die 75er. Einfach mal so einen kompletten Stapel. Gib mir. Und dann nehme ich die. Und dann nehme ich vielleicht ein paar von denen. Nicht zu viele, aber ein paar. Das ist nicht verkehrt. So, die Ork-Axt gebe ich einfach mal dir. Ist okay. Und wisst ihr was? Diese ganze Nostalgie hat einfach keinen Grund mehr. Weg damit. Könnte ich... Boah. Lass uns. Niemals, niemals kriege ich so viel Stärke noch. Weg damit. Und ehrlich gesagt, kannst du auch die Pfeile haben. Und du kannst auch meinen Bogen Warte haben. Warte mal. Der sieht zwar cool aus auf dem Rücken. Lass. Aber um ehrlich zu sein, brauche ich ihn nicht. Also weg damit. Und stattdessen nehme ich mal so 10 von den großen Tränken. Die mir alles heilen. Okay. Die Angstrune. Egal, behalte ich mal. Feuerpfeil brauche ich definitiv nicht. Kleinen Feuerstaub behalte ich mal. Eispfeil brauche ich definitiv nicht. Leichte Wunden heilen ist insofern interessant, als dass es... Sekunde, ich muss kurz denken. Dann erkläre ich es. Kugelblitz. Ne, den möchte ich behalten. Vergessen. Feuerpfeil brauche ich nicht. Eispfeil könnte interessant werden. Leichte Wunden heilen brauche ich nicht. Habe ich die Rune? Die Verwandlungen sind vielleicht ganz witzig. Brauche ich den Feuerball? Wenn ich den Feuersturm habe, einen Blitz. Ja, ich behalte ihn mal. Den Feuerregen behalte ich auch mal. Ja gut, dann wäre ich hier soweit durch bei der Magie. Komm, die Trollfälle nimmst du. Die Flaschen brauche ich noch. Und... ansonsten... gehe ich mal hier runter auf 5 von jeder alchemistischen Zutat. Das sollte reichen. Genau, 5 ist ja hier so auch mein Standard. Und dann kann ich mir sogar diese 6 Tränke genau leisten. Aber wie gesagt, die anderen sind effizienter. Da hole ich mir lieber andere bei den Feuermagiern. Genau. Leichte Wunden heilen. Ich zeig's mal eben. Also leichte Wunden heilen heilt 200 Lebenspunkte. Kostet 10 Mana. Mittlere Wunden heilen heilt 400 Lebenspunkte, kostet aber 25 Mana, ne? Das heißt, mittlere Wunden heilen heilt doppelt so viel, kostet aber 2,5 mal so viel. Das heißt, ich würde versuchen wollen... hier ist kein Alchemietisch. Ich würde versuchen, mich möglichst mit leichten Wundenheilung komplett hochzuheilen. Es sei denn, es muss halt irgendwie schnell gehen oder so. Dann wären die mittleren insofern interessant, als dass ich halt schnell wieder ins Kampfgeschehen könnte, beziehungsweise wenn ich aktiv gerade Schaden nehme, dann kann ich dann natürlich besser den Schaden ausgleichen. Gut. Jetzt schnappe ich mir aber erstmal hier nochmal den Alchemietisch und werde ein Elixier des Geistes brauen. Beim letzten Kronstöckel. Und dann habe ich jetzt nur noch einen Mana-Punkt. Das heißt, ich werde jetzt, es ist 13.13 Uhr, bis zum nächsten Morgen schlafen. Und dann schauen wir mal. Heiliges Licht brauche ich nicht, brauche ich zumindest sehr selten. Klostertaverne, ich möchte jetzt leichte Wunden heilen auf die 8, sehr gut. Und dann den Teleport zum Kloster, machen wir auf die 9. So, und wenn ich jetzt... mich nicht täusche, sollte ich in der Lage sein, meine Mana-Ringe abzulegen. Dann habe ich 281 Mana. Tu die Karte weg. Ich habe mich nur verdrückt. Tu die Karte weg. Genau, jetzt habe ich 281. Und damit sollte Pyrokar mir nochmal 3 Punkte hinzugeben können. Das sind zwar nur 3 Punkte, aber, wie gesagt, ich kann auch, glaube ich, 17 Mal beten. Ich will meine magische Kraft steigern. 1, 2 und 3. Ich spüre, dass die magische Kraft dich ganz und gar durchströmt. Selbst ich kann dir nicht zeigen, wie du sie noch steigern kannst. Doch, doch, kannst du noch. Noch 16 Punkte. Aber gut. 304. Oh, jetzt bin ich schon wieder auf M gekommen. Mann.
Jedes Mal drücke ich B. Genau. So, wenn ich jetzt schon mal hier im Kloster bin, ne? 304 Mana. Bisschen Gold habe ich ja noch. Ich kann auch. Oh, Mist, ich hätte ein bisschen Gold aufheben müssen zum Beten. Dammit. Müssen wir ein paar Sachen verkaufen. Erstmal bete ich hier für ein Mana. Damit habe ich jetzt wieder mein nutzbares Mana tatsächlich erhöht. Jetzt brauche ich aber natürlich wieder ein bisschen Geld. Aber gut, ich kann hier nochmal, glaube ich, eine Quest annehmen. Oder habe ich die schon? Nee, die habe ich noch nicht. Ha. Karas, hey, du. Erzähl mal. Schon was Neues über die Suchenden herausgefunden? Ja, ich weiß jetzt, wer oder was die Suchenden wirklich sind. Schieß los. Sie waren einmal Menschen wie du und ich. Sie haben den verabscheuungswürdigen Fehler begangen, sich der unreinen Magie eines sehr mächtigen Erzdämonen zu widmen. Unter dem Einfluss dieses Erzdämonen und sehr starken Drogen fristeten sie ihr Dasein nur, um ihm zu dienen, bis sie selbst zu einem Schatten ihrer selbst wurden. Heute sind sie nur noch Werkzeuge des Bösen, ohne eigenen Willen und werden niemals damit aufhören, die Anhänger Innos zu jagen. Wir müssen vorsichtig sein. Noch scheinen sie diese geheiligten Hallen Innos zu meiden. Doch wenn ihre Macht noch weiter anwächst, weiß ich nicht, ob wir hier dann noch länger sicher sind. Danke, das wäre sehr aufschlussreich. Tatsächlich. Für mich wirft das nur noch mehr Fragen auf. Zum Beispiel, wer waren sie vorher und welcher Erzdämon hat sie zu dem gemacht, was sie nun sind? Ich habe eine Vermutung. Das alles klingt nach der Bruderschaft des Schläfers. Die Jungs kenne ich. Yep. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich da einlässt. Pass auf dich auf, mein Bruder. Aber ja, hier hast du deinen Almanach zurück. Ich benötige ihn jetzt nicht mehr. Das, dachte ich mir doch, dass da mit den Suchenden, spätestens bei den Drogen klang das doch sehr stark nach Sumpflager des ersten Teils. Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden? In der Tat, ein Amulett, das mit Gestein aus gesegneter Erde angefertigt wurde, könnte eine schützende Wirkung haben. Leider habe ich nicht genug von diesem Gestein vorrätig. Einige unserer Gebetsschreine, die wir errichtet haben, sind daraus gefertigt worden. Alles klar. Ich werde etwas davon auftreiben. Ja, tu das. Aber lass dir bloß nicht einfallen, die Schreine zu beschädigen, hörst du? Na, hör mal. Ich bin doch auch ein Magier, so wie du. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn alles da? Nee, okay, nichts Neues. Was könnte ich denn noch verkaufen? Mal so rumgefragt. Dietriche. Ach nee, warte mal, ich muss ja gar nichts verkaufen, aber ich habe jetzt meinen Almanach wieder. Den kann ich natürlich Pyroka bringen und da kriege ich ja jedes Mal auch ein bisschen Geld. Und welche Mana habe ich? 305. Tatsächlich. Stimmt, durch das Beten habe ich es ja aufgefüllt. Didum, didum, so. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe einen weiteren Almanach gefunden. Das ist gut. Ich fürchte jedoch, dass es noch mehr davon zu finden gibt. Suche weiter. Nimm dies. Mit dieser Aufwendung des Klosters wirst du dem Bösen besser begegnen können. Jo, vielen Dank. Okay. Dann wäre ich jetzt hier eigentlich schon am Ende der Folge. Aber ich zeige euch, wo es beim nächsten Mal weitergeht. Haha! Teleport zu Xardas. Denn ich weiß zufällig, welcher Schrein das ist. Bei welchem Schrein ich dieses Gestein finde. Aber zuallererst, apropos Bruderschaft des Schläfers. Lester, wie geht's dir denn? Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Ja. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antwort nur erfahre, wenn ich dich begleite. Ja, dann komm zum Hafen. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Ja, ich weiß. Cool, genau, Lester wollte ich nämlich auch noch mitnehmen zum Hafen. Nicht zum Hafen, nach Erdorath. Erdorath, sage ich doch. So, und hier würde ich gerne, Moment,
295. Mist, mir fehlen 5 Mana. 5 Mana. Soll ich? Soll ich nicht? Ich halte es mal lieber erstmal so hoch. So. Denn, wie ihr euch vielleicht erinnert, sind hier in Xalas Turm irgendwelche Kreaturen. Zum Beispiel Dämonen. Sehr gut. Und Mana-Tränke. Das ist der eigentliche Grund, warum ich hier hin will, weil die Tränke haben, wie wir ja alle wissen. Das Problem ist natürlich, dass ich jetzt ziemlich gut austeilen und einstecken muss, wenn ich mich hier mit den Dämonen anlege. Ich würde jetzt gerne mich da ins Bett legen, in der nächsten Ebene, aber ich fürchte... Ja, hier ist noch einer. Tja, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal lege ich mich dann mit diesem Dämonen an. Bis dahin, auf Wiedersehen.